Pferdewetten 24.07.2019 Sandon Hill / Australia Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Mittwoch der 24.07.2019 und ich beabsichtige gleich im australischen Sandon Hill das dortige zweite Galopprennen über 1300 Meter und bei einem Preisgeld von 50.000 australischen Dollars zu wetten, welches um 5 Uhr startet, dann ist es dort bereits nachmittags. Hier die Daten der Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 78, ein dreijähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 1146 und das Pferd hat bisher 4 Starts und 2 Siege. Pferd Nummer 2 Vorekast 27, eine dreijährige Stute mit 58 Kilo Kurzform 13431 und das Pferd hat bisher 6 Starts, 2 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 3 startet nicht, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 435 und das Pferd hat bisher 3 Starts und einen Platz. Pferd Nummer 4 Vorekast 113, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 3916 und das Pferd hat bisher 4 Starts, einen Sieg und einen Platz. Pferd Nummer 5 startet nicht, ein dreijähriger Wallach mit 56 Kilo und stammt aus Neuseeland. Pferd Nummer 6 Vorekast 104, ein dreijähriger Wallach mit 56,4 Kilo. Pferd Nummer 7 Vorekast 296, ein dreijähriger Wallach mit 56,5 Kilo. Pferd Nummer 8 Vorekast 52, ein dreijähriger Hengst mit 56,5 Kilo. Pferd Nummer 9 Vorekast 91, ein dreijähriger Wallach mit 56 Kilo und bisher einem Start. Pferd Nummer 10 Vorekast 813, ein dreijähriger Hengst mit 56 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 11 Vorekast 81, ein dreijähriger Wallach mit 56 Kilo Kurzform 766 und das Pferd hat bisher 2 Starts und stammt aus Neuseeland. Pferd Nummer 12 startet nicht, ein dreijähriger Hengst mit 55,5 Kilo Kurzform 4-9 und das Pferd hat bisher 2 Starts. Pferd Nummer 13 startet ebenfalls nicht, ein dreijähriger Hengst mit 55,5 Kilo Kurzform 6-7 und das Pferd hat bisher 2 Starts. Pferd Nummer 14 startet ebenfalls nicht, eine dreijährige Stute mit 54,5 Kilo. Pferd Nummer 15 Vorekast 338, eine dreijährige Stute mit 54 Kilo Kurzform 45 und das Pferd hat bisher 2 Starts. Ich werde jetzt mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie ausrechnen, welche Pferde gewettet werden sollten. Ich wette Pferd Nummer 1 und Pferd Nummer 8. Das Rennen startet und Pferd Nummer 1 gewinnt und es wird eine Quote von 78, also dem 7,8-fachen bezahlt.